Notfall rede ich mit dem Senior. Sie sind ein fähiger Mann, Xaver. Zugegeben, manchmal nicht einfach, aber... Er soll mich gleich... Ich weiß das wirklich alles sehr zu schätzen, aber ich will das nicht. Ich war Tanja ein schlechter Manager, aber ich bin kein schlechter Freund. Und wenn Tanja ihren Job nicht zurückbekommt, dann will ich meinen auch nicht zurückhaben. Johann! Johann, ich verstehe dich nicht. Der Ausländerbehörde war gerade da. Samia, warte! Mama. Samia, nicht! Mein Süß. Oh, Mama. Hat Robert dir ausgeredet, den Job anzunehmen? Das ist ganz und gar meine Entscheidung. Ich brauche niemanden, um zu wissen, was für mich gut ist und was nicht. Ach so, ja, das sehe ich aber ein bisschen anders. Weil du die ganze Zeit nur an dich denkst und nicht an mich. Das ist doch vollkommener Blödsinn. Felix, du allein bist schuld an meinem ganzen Unglück. From the first ray in the morning kiss in the night, just one day without you, I could throw my heart away. Can't you hear I'm asking you to stay? Voilà. Jetzt hast du es endlich gesagt. Ich bin schuld dran, dass du alles verloren hast. Nein, das hab ich so nicht gemeint. Ach, wie denn dann? Felix, das hätte ich nicht sagen dürfen. Das ist mir jetzt einfach so rausgerutscht. Das tut mir leid. Das ist genau das, was du denkst. Und außerdem hast du ja recht. Na, das stimmt nicht. Sag sowas nicht, bitte. Ich habe versucht, es wieder gut zu machen, insofern das überhaupt möglich ist. Ja, das weiß ich. Das weißt du, und deswegen hast du Dex das Angebot ausgeschlagen? Ich habe gedacht, das wäre eine Chance für dich, aus deiner Misere wieder rauszukommen. Aber nein, Dexters Aromen sind ja künstlich und das geht natürlich nicht. Dein Make-up, dein Lippenstift, dein Nagellack, das sind alles künstliche Zutaten. Aber was rede ich denn überhaupt noch? Ganz früh schon losgegangen und haben auf dem Bahnsteig auf dich gewartet. Ja, dann haben wir es verpasst. Ich habe einen früheren Anschlusszug erwischt und bin dann gleich losgegangen. Guten Tag. Ist doch alles halb so schlimm. Jetzt habt ihr euch ja gefunden. Ach, Johann, darf ich dir Samias Mutter vorstellen? Ach, Sie sind das. Ihr kennt euch? Mhm. Vera Obote, Johann Gruber. Samias Mutter und Sie habe ich vor die Tür gesetzt. Das tut mir jetzt wirklich leid, aber warum haben Sie nicht gleich gesagt, wie Sie heißen? Ich habe gedacht, das ist jemand von der Ausländerbehörde oder die Heidenberg hat wieder ihre Finger drin. Wieso Ausländerbehörde? Erklären wir dir später. Wo hast du eigentlich dein Gepäck gelassen? Am Bahnhof, im Schließfach. Ja, dann lass es uns doch gleich holen. Komm. Bis später. Samias Mutter. Ach so was. Ist doch kein bisschen schwarz. Das hätten wir uns doch vorher sagen können, oder? Ja, stimmt. Das war das Dümmste, was ich sagen konnte. Felix macht sich doch selbst schon genug Vorwürfe. Warum muss ich jetzt auch noch damit anfangen? Ich weiß doch, dass es richtig war, für Felix Freilassung zu zahlen. Ich würde das sofort wieder tun. Aber was mein Leben betrifft, meine Zukunft. Ich kann nicht diesen Job annehmen, nur damit Felix zufrieden ist. Das ist ganz allein meine Entscheidung, auch wenn Felix es nur gut meint. Ich für mich alleine muss das entscheiden. Sonst fällt das irgendwann auf uns zurück. Und Felix muss endlich kapieren, dass das rein gar nichts mit Robert zu tun hat.
traumhaft schön hier, ha? Ja, verdammt. Wir hätten viel öfter hierher kommen sollen, finde ich. Wenn wir mal arbeiten, dann haben wir halt keine Zeit für sowas, leider. Ja, jetzt haben wir ja Zeit. Ja, aber ich mein Gott, wir werden leider nicht mehr so oft hier sein, schätze ich. Weißt du was? Pferd sollte man sein. Ja, weiß aber auch nicht, wo du hinkommst. Und irgendwann bist du mein Pferdemetzger. Was ist das denn jetzt? Ich muss gerade an Rita denken. Na, ich meine, ich habe auch meine Fantasien bei der Frau beim Metzger. Ich meine. Ja, geschäftlich hat die Frau uns doch echt regelrecht abgeschlachtet. Ja, eiskalt, ohne mit der Wimper zu zucken. Ich glaube, die hat es von Anfang an geplant. Boah, ey, wenn ich die Frau zwischen die Finger kriege, ich schwör's dir. Wir haben nicht mal eine Anschrift, die ist längst weg. Was machst du jetzt eigentlich? Wenn ich's wüsste, würde ich es dir sagen. Ich glaube, ich fahre erstmal zu meiner Mama nach Italien und zu Franz. Such mir vorher noch einen Job. Und du? Ja, gewissermaßen habe ich ja schon einen Job. Wieso? Jetzt nicht so, wie du meinst, aber wie soll ich das sagen? Also, ich finde, du kannst gerne nach Italien fahren. In der Zwischenzeit würde ich dir halt einen coolen Job besorgen. Du mir? Ja, das meine ich halt. Das ist mein Job. Ich bin ja immerhin noch dein Manager. Bist du das? Also sag mal, warum musstest du ausgerechnet jetzt Holz hacken? Ach, Johann, halt doch still, Mensch. Also das glauben die uns auf der Behörde nie, das mit Samias Mutter und mir. Wo soll das Mädel die Hautfarbe her haben? Au! Johann, so wird das nichts mit dem Splitter. Ich finde, Samia hätte uns das sagen müssen. Na ja, vielleicht war das für Samia gar nicht so wichtig, das zu erwähnen. Ich meine, für sie ist es ja völlig normal, dass ihre Mutter eine Weiße ist. Nach den männlichen Gesetzen, da ist es durchaus möglich, dass zwei Weiße ein farbiges Kind bekommen. Elisabeth. Ja. Das glaubt uns doch kein Mensch. Doch, wenn zum Beispiel unter den Großeltern Mischlinge oder Schwarze waren. Und ich glaube, der Vater von Samias Mutter, der war das sogar. Ja, die dunkle Hautfarbe, die kann durchaus eine Generation überspringen. Und kommt dann bei Samia wieder raus. Mhm. Das nennt man Ausmändeln. Ausmändeln. Aha. Ja, du glaubst mir wohl nicht, was? Was bleibt dir mehr daran übrig? Au! Ach, danke. Du meinst, da liegt es also nur noch an Samias Mutter? Wenn die mit ihrer Unterschrift bestätigt, dass ich der Vater bin, dann können die auf der Behörde nichts mehr sagen. Ja, und warum sollte Frau Obote das nicht tun? Eine kleine Unterschrift. Und niemand kann Samir nach Uganda zurückschicken, wo sie da diesen alten Mann heiraten muss. Ja, so ungeschickt, wie ich mich vorhin verhalten habe. Ach, so schlimm wird schon nicht gewesen sein. Du kennst mich doch. Ich habe gedacht, das ist jemand von der Ausländerbehörde. Du wolltest ihre Tochter beschützen. Das muss sie verstehen. Was machst du denn hier so alleine? Eisbären füttern. Erzähl, was war los? Kleiner Ehestreit. Etwa wegen Robert? Nein, nein. Wir haben ganz andere Probleme. Miriam hat den Job bei Dexter Cosmetics ausgeschlagen. Mein Gott, sie weiß auch nicht, was sie will, hm? Ja. Und sie hat mir vorgeworfen, ich hätte ihr den Job nur deswegen vermittelt, um ein schlechtes Gewissen zu beruhigen. Was soll das denn jetzt? Okay, sie hat mitbekommen, dass du erleichtert darüber bist, dass sie den Job annimmt. Ja, aber das kann sie dir doch nicht vorwerfen, das ist absurd. Ja, aber vielleicht auch nicht. Bitte schön. Danke, Max. Und ich selbst? Weiß ich es? Klar. Ich will meinen eigenen Duft kreieren. Ich will eine Vision haben von einem bestimmten Geruch und daran arbeiten. Nur an der Sache. Ohne blöde Vorgaben, ohne Konzessionen. Aber geht das überhaupt? Ist das eine Illusion? Es gibt genug Leute, die es geschafft haben, die auch klein anfangen mussten und ganz nach oben gekommen sind. Ich muss dranbleiben. Vielleicht versteht Felix mich, wenn er was Konkretes sieht. Ich muss ihm unbedingt meine neuen Kreationen zeigen. Hi. Hi. Hast du es eilig? Fängst du jetzt an bei deinem neuen Job?
Ich kann bei Dexter Cosmetics nicht anfangen. Bist du deswegen so unglücklich? Felix ist sehr enttäuscht von mir. Ich finde, das ist ganz allein deine Entscheidung. Aber Felix hat mir doch den Job besorgt, um mir zu helfen. Das Angebot war greifbar. Das war eine reelle Chance. Es ist keine Chance, wenn man etwas Falsches macht. Arbeite lieber an deinen eigenen Kreationen weiter. Aber wer kann mir garantieren, dass ich damit Erfolg haben werde? Wer kann mir das sagen? Niemand. Doch, ich. Ich weiß es. Du wirst sie finden, deine Herznote, da bin ich mir sicher. Und es wird nicht mehr lange dauern. Felix, Miriam hat das erste Mal in ihrem Leben Geldsorgen. Nicht mal die Rosenfelder haben irgendwas gebracht, da bleibt nichts übrig. Ist doch klar, dass sie jetzt ein bisschen neben der Spur ist. Nein, Miriam hatte schon immer Sorgen wegen des Geldes. Ja, aber andersrum. Diesmal hat sie die ganz normale Sorge, überhaupt welches aufzutreiben. Ja, dank mir. Jetzt komm, hör auf. Willst du dir die Schuld daran geben, dass du entführt wurdest, oder was? Ja, allerdings. Dieser Zacher war nur wegen mir da. Und dann hat er spitz gekriegt, wie viel Geld bei Miriam zu holen ist. Ja, aber was dann passiert ist, dafür kannst du doch nichts. Doch, kann ich schon. Das ist mein dummer Stolz. Verstehst du das nicht? Wenn ich damals das Angebot von Miriam angenommen hätte, sie wollte mir den Kredit fürs Kolosseum geben, dann wäre das alles nicht passiert. Gratulation zu dieser Einsicht, Bruderherz. Aber was glaubst du, ist das Schlimmste für Miriam? Dass sie ihr ganzes Geld verloren hat. Nein, dass ihr euch verliert, verdammt! Eure momentane Situation ist nicht gerade die leichteste. Ach, tatsächlich. Ja, wie war das gerade nochmal? Ohne den Stolz wäre es nicht so weit gekommen? Ja. Also pack deinen verdammten Stolz irgendwo hin, aber ganz weit weg. Felix, tu was! Zeig Miriam, dass du sie liebst! Selbst heute ist wieder so ein Tag, da könnte ich den ganzen Fürstenhof auf den Mond schießen und allen voran unsere liebe Nichte. Hast du denn gar nichts ausrichten können für Xaver und Tanja? Nein, sie will sie nicht wieder einstellen. Jetzt stehen die zwei auf der Straße und wir könnten sie gut gebrauchen. Ja, dir scheint ja das ziemlich egal zu sein, oder? Nein, das ist mir gar nicht egal. Ich will die beiden auch behalten. Aber Gott sei Dank gibt's auch noch erfreuliche Dinge im Leben. Du brauchst dir überhaupt keine Mühe geben. Dieser Tag ist gründlich verdorben. Bist du denn gar nicht neugierig? Ich war noch nie neugierig. Ja, dann ist ja gut. Hier ist nämlich bloß ein Eilbrief für dich von Laura und Alexander. Was? Ein Eilbrief? Ja, gib her. Hab ich's doch gewusst. Ein Mädchen. Oh, Frau Liebert, ich habe wunderbare Neuigkeiten. Laura und Alexander haben eine Tochter bekommen. Mein erstes Enkelkind. Eine Hanna Saalfeld. Herzlichen Glückwunsch. Ich wusste das schon, Laura hatte mich angerufen. Ah ja. 3400 Gramm, 52 Zentimeter, Mutter und Kind vollauf. Na, ist das nicht wunderbar? Ja, mehr als das. Das ist ein perfektes Menschenwesen. Ja. Und ein spektakulärer Start ins Leben. Eine Geburt auf hoher See. Hauptsache, es ist alles gut gegangen. Schauen Sie noch mal. Schauen Sie mal diese, mein Gott, diese winzigen Füßchen. Der Wahnsinn. So ein goldiges Baby. Weißt du, was ich finde? Das sieht dir irgendwie ähnlich. Wie meinst du das? Naja, das hier so, die Augenpartie und dann die Grümpchen. Meinst du wirklich? Aha. Sieht sie mir nicht ähnlich? Eine kleine Saalfeld eben. Also ein bisschen mehr Freude hätte ich mir schon von Ihnen gewünscht. Entschuldigung. Ich freue mich wirklich sehr über Hanna. Ich bin nur mit meinen Gedanken im Moment ganz woanders. Ah ja, wo denn? Ich weiß ja nicht, ob Sie das schon mitbekommen haben. Nein, was? Ach so. Dann hätte ich eine sehr große Bitte an Sie, Herr Saalfeld.
Schön ist es hier. Freut mich, dass es dir gefällt. Du kannst auch in meinem Bett schlafen. Das ist gleich hier oben. Ich zeig's dir. Ja, und du? Oh, ich leg mir einfach eine Decke auf den Boden. Ist mir eh das Liebste. Oh, ich hab dich so vermisst. Oh, ich dich auch. Was gibt's Neues aus Kampala? Erzähl's mir. Möchtest du irgendwas so trinken? Ja, gerne. Aber erstmal alles der Reihe nach. Ich möchte gerne wissen, warum ich so dringend herkommen musste. Das ist nicht so einfach zu erklären. Ich brauche deine Hilfe. Ja. Ja, aber so plötzlich, Samia, nachdem wir uns Monate nicht gesehen haben. Ach, jetzt. Komm doch erstmal hier richtig an und schau dir die Gegend an. Wir machen gleich eine schöne Wanderung. Ja, gerne, gerne. Aber sag mal, was hat Herr Gruber vorhin gemeint mit der Ausländerbehörde? Es gibt Schwierigkeiten mit meiner Aufenthaltsgenehmigung. Wieso hast du keine? Ich laufe Gefahr, abgeschoben zu werden. Oh, dann hätten wir uns ja gleich zu Hause in Uganda treffen können. Nein, Mama. Entschuldige, schlechter Scherz. Aber was willst du gegen die Abschiebung machen? Also, wir haben da so einen Plan. Aber dafür brauchen wir dich. Das kannst nur du machen. Aha, bin ich aber gespannt. Wenn du bezeugst, dass mein Vater ein Deutscher ist, dann geht alles einfach. Dann kann ich hierbleiben. Und wer, bitteschön, soll dein deutscher Vater sein? Johann Gruber. Wie bitte? So, Alphonse. Jetzt lassen Sie uns erst einmal anstoßen. Am liebsten würde ich Laura und Alexander sofort hinterherreisen. Ich kann es kaum erwarten, die Kleine zu sehen. Ja, aber noch sind sie auf hoher See. Tja, ihr letzter Urlaub in trauter Zweisamkeit. Da haben sich die zwei sauber geschnitten. Macht ihnen unser Enkelchen einfach einen Strich durch die Rechnung. Die Kleine kommt zu früh. Ja, ja. Es geht eben immer alles anders, als man denkt. Tja. Aber die beiden wollen trotzdem ihre Kreuzfahrt fortsetzen. Ja, wenn es dem Baby gut geht. Auf Hanna Saalfeld. Ich habe mit Alexander telefoniert. Ganz kurz noch. Aber er war noch ziemlich mitgenommen vom Feiern wahrscheinlich. Er sagt, dass die Kleine schon der Liebling der ganzen Mannschaft wäre. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Da geht einem ja auch das Herz auf. Und plötzlich ist man Großvater. Also ich finde, die Kleine ist mir wie aus dem Gesicht geschnitten. Denn Herr Lieberts findet das auch. Also meine Frau sagt, dass sie ganz deutlich nach mir kommt. Ach ja? Das Beste für die Kleine wäre, sie käme nach Laura anstatt nach uns beiden. Wo Sie recht haben, da haben Sie recht, Alphons. Auf unser erstes gemeinsames Enkelkind. Dass es uns und seinen Eltern nie Sorgen macht. Ach, apropos Sorgen, es gibt da noch ein anderes Thema. Meine zwei Sorgenkinder im Moment sind die Tanja Lieberts und der Xaver Steindl. Ja, ja, Alphons, ich weiß. Herr Gruber, meine Tochter hat mir von Ihrem Plan erzählt. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Wieso? Das? Ich finde, das ist eine wunderbare Lösung. Ja, aber ich frage mich, warum jemand die Vaterschaft für ein wildfremdes Mädchen übernehmen sollte. Ja, zu helfen natürlich. Kein Mensch macht irgendwas ohne eigenen Nutzen. Was versprechen Sie sich davon? Nix. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe Sie als einen Mann kennengelernt, der sehr genau weiß, was er will. Können Sie sich nicht vorstellen, dass man einfach nur helfen will? Besonders oft habe ich das bisher nicht erlebt.
Tja. Toll zur Zeit. Ja, und was ist, wenn die Behörden einen Vaterschaftstest verlangen? Wenn Sie mit Ihrer Unterschrift erklären, dass ich der Vater bin, dann wollen die vom Amt keinen Test. Wir haben uns erkundigt. Also, falls wir das machen sollten, ist Ihnen klar, dass Sie damit auch eine Verantwortung übernehmen? Ja, ich habe mir das lange überlegt und ich bin damit einverstanden. Es liegt jetzt nur noch an Ihnen. Ich möchte Samia helfen. Ich glaube Ihnen. Gibt's hier noch irgendwo Champagnerkühler? Ja, hinten im kleinen Schrank. Da habe ich einen eisernen Vorrat angelegt. Danke. Felix. Ja. Miriam weiß, dass du ihr mit diesem Job nur helfen wolltest. Aber sie sollte das machen, was sie für richtig hält. Ach ja? Du hast für jede Krise das passende Kraut, hm? Felix, ich mein's im Ernst. Sie hätte diesen Job fast angenommen. Nur dir zuliebe. Es wäre niemals gut gegangen. Du weißt immer so gut Bescheid. Willst du, dass sie unglücklich wird? Dein Vater wartet draußen an der Bar auf dich. Bin kurz weg. Was gibt's denn so Wichtiges? Es gibt etwas zu feiern. Moment mal, heißt das? Ja, Robert. Unsere Familie hat sich vergrößert. Herzlichen Glückwunsch, Oma. Oh, klingt gut, was? Das klingt sogar sehr gut. Ja. Endlich mal gute Nachrichten. Jetzt erzähl schon. Es ist ein Mädchen, das heißt Hannah. Hannah. Ist alles gut gegangen? Meine Damen, meine Herren, ich möchte Sie zu einem Glas Champagner einladen. Ich bin Großvater geworden, es ist eine kleine Hannah. Oh. Also, auf mein Enkelkind. Ich muss gleich wieder in die Küche. Vielen Dank. Wir feiern später. Ja. Herr Solfeld, Anna, Sie haben Enkel gratuliert. Danke, Herr Bachmeier. Ja, mein erstes Enkelkind. Aber die Freude ist fast genauso groß, als wäre es mein eigenes. Ja. Das ist unglaublich. Das sieht mir noch ganz der stolze Opa. Meine Frau hat ja nie Kinder gekriegt, deswegen habe ich jetzt auch keine Enkel. Tut mir leid. Ich habe im Moment sowieso andere Probleme. Ich kann stocksauer werden auf das Labor, das sage ich noch. Haben Sie noch nichts gefunden, womit Sie an die Presse gehen können? Okay, die verstecken sind ja im Arztgeheimnis. Sie sagen, dass man nicht nachforschen darf, mit wem sein Befund der Befund vertauscht worden ist. Ja, wenn Sie als Retter in der Not dastehen wollen, dann wird's aber höchste Zeit. Ja, die wollen neues vertuschen. Hauptsache, die haben eine weiße Westen. Aber ich bleib dran, da können sie das Gift draufnehmen. Also, die Damen. Ich schreibe Ihnen was Pflanzliches auf, Herr Sonnmichler. Damit müssten Sie eigentlich einschlafen können. Aber Sie wissen, dass das keine Lösung ist. Nein, das ist schon klar. Danke, Herr Doktor. Ah, schauen Sie. Das ist unsere kleine Hannah. Sie sieht aus wie Laura. Sehr süß. Ich wollte es Ihnen einfach nur zeigen. Ja, so ein Baby ist schon was Wunderbares. Ich freue mich für die zwei. Ach, kommen Sie, Herr Doktor. Sie sind noch so jung. Sie werden auch noch eine Familie gründen. Sind Mutter und Kind wohlauf? Ja, alles bestens. Gut. Dann richten Sie Laura und Alexander meine herzlichen Glückwünsche aus. Ja, das mache ich. Schauen Sie mal. Diese winzigen Füße.
Ja, das ist wirklich ein Wunder der Natur. Ja. Und ein Stück Hoffnung. Es ist gut zu wissen, dass ein bisschen was von mir bleibt, wenn ich bald nicht mehr da bin. Felix. Hi. Ich wollte dir was zeigen. Vielleicht kannst du mich dann besser verstehen. Setz dich. Am besten, du konzentrierst dich ganz auf deine Nase und die Augen zumachen. Das ist meine neueste Kreation. Wie findest du sie? Es ist sehr, sehr anregend. Der Duft soll verführerisch und berauschend wirken. Ja, das tut er auch. Dexter wusste schon, warum er dich in seiner Firma haben wollte. Felix, ich kann den Job nicht annehmen. Kannst du das immer noch nicht verstehen? Doch, kann ich. Ich wollte nur unbedingt meinen Fehler wieder gut machen. Es ist nicht deine Schuld, dass ich mein Vermögen verloren habe. Und das heute Morgen, das war wirklich unfair von mir. Das ist mir einfach noch so rausgerutscht. Ich hatte irgendwie das blöde Gefühl, dass du mein Leben bestimmen willst. Und in gewisser Weise stimmt's ja auch. Ich war blind für das, was du willst. Dabei spürst du ganz genau, was gut für dich ist und was nicht. Das Gespräch jetzt hier, das ist gut für mich. Es tut mir leid, dass ich so verbohrt war. Im Beruf muss jeder seinen eigenen Weg finden. Und egal, wofür du dich entscheidest, ich werde immer hinter dir stehen. Weil ich dich liebe und weil ich mit dir zusammen sein möchte. So, als frisch gebackener Onkel, da kann man sich so ungefähr vorstellen, wie das sein wird, wenn man Vater ist. Darauf müssen wir anstoßen. Auf Hanna Seifeld. Mmh. Ah. Entschuldige. Robert, ich muss mit dir reden. Über etwas Gutes oder etwas Schlechtes? Wie man es nimmt. Ich muss es nur endlich loswerden. Schieß los. Heute kann mich nichts mehr umhauen. Als Felix mir erzählt hat, dass er sich schon wieder mit Miriam gekracht hat, da dachte ich, die beiden hätten deinetwegen gestritten. Meinetwegen? Ja. Aber das ist doch völliger Unsinn. Wie kommst du da drauf? Gestern, da. Robert, ich will nicht eifersüchtig sein, nur dass du es weißt, aber gestern Abend, da habe ich den Duft von Miriam an dir gerochen. Und zwar ziemlich deutlich. Ach. Kein Wunder. Es hat man sicherlich 10 Kilometer gegen den Wind gerochen. Warum? Ich habe Miriam geholfen. Wir wollten ihren neuesten Duft testen. Das war alles rein beruflich. Ja. Tja, Alexander, dann grüßt die Laura ganz lieb von uns. Ja, und auch von Elisabeth und Johann. Ja, natürlich. Hier wissen sie inzwischen alle. Oder hätte man Geheimnis draus machen sollen. Ja, dann ist es ja gut. Also, und dir gute Besserung. Und küsst die Kleine ganz fest von ihrem Opa, ja?
Servus. Gute Besserung, was hat er denn? Ja, seekrank ist er, der Junge. Ah. Und dabei haben sie noch den ganzen Atlantik vor sich. Na, das kann ja was werden. Kannst dir vorstellen, wie Alexander sich auf zu Hause freut. Und die kleine Hanna, die wird staunen, wenn sie zum ersten Mal an Land kommt und überhaupt nichts mehr schaukelt. Du sag mal, sonst sind alle gesund, oder? Ja, ja, im Gegensatz zu Alexander sind Mutter und Kind wohlauf. Tja, so eine Geburt ist schon anstrengend. Für den Mann. Ja, stimmt. Weißt du was? Und da trinken wir zwar jetzt ein Glas Sekt drauf. Auf die gestressten jungen Väter. Das machen wir. Seit du Opa bist, geht's dir auch schon viel besser, hm? Scheinst gar keine Schmerzen mehr zu haben. Stimmt. Du hast recht. Siehst du? Ja, obwohl, jetzt, wo du sagst. Alfons. Guten Morgen, Herr Saalfeld. Guten Morgen, Frau Dammann. Sie wollten mich sprechen? Ja, bitte. Also, wenn es wegen Frau Tarasch nein, ist... Nein, nein, es geht um ganz etwas anderes. Ich möchte, dass Sie Xaver Steind und Frau Lieberts wieder einstellen. Wie bitte? Die beiden haben von selber gekündigt und hier alles stehen und liegen gelassen. Ja, das weiß ich. Aber das hat sie als ziemlich unbedacht herausgestellt. Und ich finde, wir sollten ihnen eine neue Chance geben. Nach allem, was Frau Liebert sich hier geleistet hat? Frau Liebert war über einen längeren Zeitraum hier im Fürstenhof beschäftigt und hat sich kein größeres Fehlverhalten geleistet. Frau Dammann, ich verstehe Ihre Skepsis. Zumal Sie für das Personal zuständig sind und sich vermutlich von mir übergangen fühlen. Aber diese Wiedereinstellung ist ein ganz persönlicher Wunsch von mir. Zumal ich heute einen sehr guten Grund habe, alle fünf gerade sein zu lassen. Ich bin Großvater geworden. Na dann, Gratulation. Danke. Ja, das war's auch schon. Ich wünsche Ihnen noch einen guten und schönen Arbeitstag. Danke. Ah, hier bist du. Ich hab dich schon im Gewächshaus gesucht. Es war zu kalt. Das glaube ich. Puh. Ist dir deine Herznote schon näher gekommen? Nicht wirklich. Ich habe in diesem alten Schmöker über französisches Parfum nachgeschaut und da steht was Interessantes drin. Ich glaube, das könnte mir helfen. Ich habe auch schon ein paar Kniffe aus alten Kochbüchern gelernt. Riech mal. Das ist toll. Ja. Ja. Also die pudrige Note schon mal ganz gut, aber irgendwas fehlt noch. Es riecht auf jeden Fall jetzt schon besser als alles andere, was ich bisher gerochen habe. Es ist aber nicht perfekt. Ich habe ja noch etliche Komponenten zur Auswahl. Es lässt sich noch steigern. Na? Du bist auf jeden Fall auf der richtigen Spur. Danke, Robert. Du weißt, deine Meinung ist mir sehr wichtig. Immer wieder gerne. Könnte ich ein bisschen von diesem Parfum haben? Als kleines Geschenk für Victoria? Ja, klar. Ich weiß aber nicht, wie lange es hält. Das macht nichts, das riecht wunderbar. Okay, das fülle ich dir dann ab. Robert, ich habe übrigens über unser gemeinsames Projekt nachgedacht. So. Oh. Xaver, bitte, kannst du mir mal kurz helfen? Gib mal das Bett hoch. Ja. Und zwar sofort. Okay. Oh. Nora würde Augen machen, wenn jetzt dein Elan sehen könnte. Den Gefallen kann ich euch gerne tun. Oh. Gut, dass unter uns kein Gästezimmer ist. Das Zimmer ist soweit fertig, oder? Ja, fast. Gut geputzt, kein Staub.
Hoffen wir mal, dass es so bleibt. Ich habe zwar keine Ahnung, wie ihr zwei eure Jobs wiederbekommen habt, aber ich werde euch sehr genau auf die Finger schauen. Okay. Darf ich jetzt weiter staubsaugen? Ich bitte darum. Danke. Aber schön. Also, die würden farblich genau in meine Wohnung passen. Die sind für den Salon, alle beide. Ja, 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 ich verstehe schon. Ich meine ja auch nur so in der Art. Sie dürfen das gerne als Bestellung verstehen. Wer hat Sie denn gestern eigentlich so stürmisch umarmt? Im Garten, meine ich. Das geht Sie überhaupt nichts an. Bei Ihnen ist ja im Moment wirklich eine Menge los, hm? Zuerst dachte ich, Sie wollen mit Ihrer Elisabeth in die Familienplanung gehen und Samir adoptieren. Und jetzt auf einmal eine neue Liebe? Blödsinn. Ja, ich gönne es Ihnen, aber ich frage mich, was unsere gute Elisabeth dazu sagt, zu solchen Spielchen. Spielchen, 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 Sie haben doch überhaupt keine Ahnung. Hier geht es darum, dass man sich gegenseitig hilft und zusammenhält. Und das ist ganz im Sinne von Elisabeth. Ich verstehe. Sie wollen der armen Samia helfen. Die braucht sicher ganz dringend eine Aufenthaltsgenehmigung. Und dann soll die fremde Liebe die zukünftige Mutter spielen, hm? Das war Ihre richtige Mutter. Wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Eine Weiße? Ich habe doch schon mal gesagt, das geht Sie nichts an. Das ist alles sehr interessant. Aber egal, was Sie vorhaben, die Ausländerbehörde wird Ihnen ganz bald drauf kommen. Das verspreche ich Ihnen. Mein Gott, was sind Sie für ein... Vorsicht, Herr Gruber. Ich habe doch nur frische Blumen bei Ihnen bestellt. Der ist auch ganz besonders schön. Ich kann mich gar nicht entscheiden. Ich freue mich, dass Ihnen die Stoffe so gut gefallen. Na, das kann ich nicht annehmen. Einer reicht. Bitte. Also, wenn ich gewusst hätte, was Sie alles für meine Samia getan haben, dann hätte ich nicht nur ein paar Stoffe mitgebracht. Also, diese Farben, das ist unglaublich. Also, was Schöneres hätten Sie mir gar nicht schenken können. Das erinnert mich so an Afrika. Ich war ja sehr lange in Tansania. Vermissen Sie Afrika? Ja, ich habe manchmal schon wirklich Sehnsucht. Die Savanne und... diese Weite. Hm. Aus dem hier könnte ich Ihnen einen schönen Rock nähen. Bitte suchen Sie sich noch einen aus oder zwei. Vielleicht ein Hemd für den Herrn des Hauses? Ja, wenn Sie meinen. Ja, bitte. Dankeschön. Bei allem, was Sie beide für meine Tochter tun und noch tun werden. Also ich finde das so mutig von Herrn Gruber, dass er sich als Samias Vater ausgeben will. Mutig? Was soll schon passieren? Na ja, also ich könnte mir vorstellen, dass der Staat sowas bestraft. Ach, das wird schon schief gehen. Also der hier, der passt besonders gut zu Ihnen. Jetzt ist Schluss. Ist nämlich nichts mehr an. Ach, schade. Also, dass Herr Gruber sich als Vater meiner Tochter ausgeben kann, das ist ja auch von Ihnen sehr großzügig. Das ist wirklich das Geringste. Samia hat meiner Schwester das Leben gerettet. Und es ist ganz selbstverständlich, dass wir ihr helfen, wann immer es geht. Ja, schon toll, was Sie aus Mikes Maschine gemacht haben. Bestimmt lang gedauert, hä? Ja. Viele, viele Stunden. Und sie ist immer noch nicht ganz startklar. Das sieht aber alles schon perfekt aus hier. Die Zündung stimmt noch nicht ganz. Aber das ist nur Kleinigkeit. Ja, schon Traum, die Maschine, echt. Mhm. Darf ich mal? Ja, ja, klar. Ach ja, irgendwann will ich auch mal so eine haben. Seine Träume soll man nicht auf die lange Bank schieben, Safa. Ich kann mir sowas leider momentan noch nicht leisten. Man darf nicht so lange warten. Manchmal hat sich schneller ausgeträumt, als man denkt. Ja, ist ja auch nur ein winzig kleines Geldproblem. Was ist das schon? Geld? Glauben Sie mir, Safa, es gibt Wichtigeres. Ja, Sie sind gut. Ich darf erst mal froh sein, dass ich meinen Job überhaupt wieder habe. Das habe ich Ihnen zu verdanken, ja? Man tut, was man kann. Danke. Sie haben mächtig was gut bei Tanja und mir. Ach was, das passt schon. Nora hat uns ziemlich auf dem Kicker. Der hat uns eine richtige Kampfansage gemacht. Lassen Sie sich nicht provozieren, Xaver.
Gerade Sie könnten sich schon ein bisschen mehr vornehmen. Soll ich jetzt statt 3 Koffer 5 auf einmal schleppen, oder was? Sie wissen genau, wie ich das meine. Oder wollen Sie ewig Hotelpage bleiben? Das haben Sie mich neulich schon mal gefragt. Ja? Was ist mit den Träumen? Tun Sie was dafür. In Ihnen steckt mehr als nur ein kleiner Page. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass Sie eines Tages die Portiersuniform tragen. Aber das war ja wohl ein Scherz, oder? Ich meine das ja wohl nicht im Ernst. Doch, das meine ich. Und wenn Sie es wirklich wollen, dann können Sie es auch. Gregor, und? Du weißt es wahrscheinlich schon, oder? Was denn? Na, Laura ist Mama. Ja, ich hab's schon gehört. Hey, guck mal. Hab ich gekauft. Süß, gell? Ja, süß. Das schick ich ihr gleich. Jetzt schau ich noch, wann ich Urlaub kriege, dass ich Laura besuchen kann und mir Hanna ansehen kann. Entschuldigung, ich bin Holzkopf. Nein, ist schon okay. Ich freue mich für Laura. Aber ein Kind, du weißt, dass das kein einfaches Thema für mich ist. Ja, ich weiß. Ich habe eins verloren. Ja, Tanja, aber du kannst noch viele Kinder haben, wenn du willst. Und mit wem denn? Meine Beziehung ist gescheitert, ich trete die ganze Zeit auf der Stelle. Ich sag dir was, wenn ich mir vorstelle, mit was für Träumen ich in den Festhof gekommen bin, ist das eine Katastrophe. Hey! Ja, aber du bist noch jung. Du hast alles vor dir. Du kannst auch alles erreichen, aber ich guck dir mal Laura an. Du kannst ja sehen, wie schnell das gehen kann. Ja, da kann ich sehen, wie es ist, wenn man Glück und Talent hat. Ja, aber das hast du doch auch. Komm, du kannst wahnsinnig gut singen. Das ist was ganz Besonderes. Ja, das ist total toll. Ich bin immer noch Zimmermädchen. Ja, aber das kann sich schnell ändern. Ja, das habe ich gesehen. Da singe ich mir die Seele aus dem Leib und wer kriegt die Lorbeeren? Lovely Rita. Tja, kannst du nichts dagegen machen, dass sie deine Stimme als ihre ausgibt? Nee, leider nicht. Der Vertrag ist zwar sittenwidrig, aber sie war leider clever genug. Keine Chance. Wahnsinn. Naja, komm, lass den Kopf nicht hängen. Und ich? Du, wenn die mit meiner Stimme Karriere machen, dann kann ich das ja wohl auch. Eben. Weißt du, was mein Trost ist? Es kommt alles zurück. Früher oder später wird die so auf die Schnauze fallen, die Lady. Gerne. Sieht gut aus. Guck nicht so. Was hast du fein gemacht? Ja, ich sag doch immer, wir kochen ja nicht nur für den Magen, sondern auch für die Nase und für die Augen. Du wolltest mich sprechen? Ja, es gibt ein paar Überlegungen zu einem neuen Projekt. Magst du? Du hast doch sicherlich schon davon gehört, dass wir im Fürstenhof etwas Neues anbieten wollen. Ein Workshop für feine Küche und Parfum. Küche und Parfum? Mhm. Da kann Miriam ihr ganzes Wissen einbringen. Und du könntest zum Beispiel spezielle Weine dafür aussuchen. Das klingt so, als wärt ihr schon mitten in der Planung. Miriam will die Gäste anleiten, neue Düfte zu kreieren. Und ich serviere das passende Menü dazu. Gerichte, die den Geruchssinn animieren. Geruchssinn animieren? Ein Geruchssinn? Geruchssinn, Rose, Minzöl, Koriander, Orangenblüten, alles, was gut riecht und was man auch essen kann. Mm. Heute sind Stiefmütterchen im Salat. Oh, lieblich. Ja, das kann man angucken, Parfüm draus machen oder essen. Ja. Und du glaubst, die Gäste stehen da drauf? Na, garantiert. Und ich bin mir sicher, wir können das Ganze noch weiter treiben. Wie wär's zum Beispiel mit einem exklusiven Badeöl fürs Hotel? Und wenn das gut läuft, eine kleine, aber feine Kosmetiklinie. Das wäre doch Miriams Ding. Ja, das wäre Miriams Ding. Da habt ihr zwar ja so einiges vor, hm? Sie hat dir noch nichts davon erzählt? Ich bin mir sicher, dass sie mich damit überraschen wollte. Stimmt. Sorry, ich dachte, du wüsstest Bescheid. Ich fände es schon sehr schön, wenn wir so bald wie möglich heiraten würden. Ja, solange das Wetter noch so gut ist. Wegen der Kutsche. Es war schon immer mein Traum, in einer offenen Kutsche vor die Kirche zu fahren. Elisabeth, wir müssen aufpassen. Wieso? Naja, ich weiß nicht, ob die auf der Ausländerbehörde unsere Geschichte mit Samia so einfach abnehmen. Aber wie kommst du jetzt plötzlich wieder darauf? Ich mach mir halt Sorgen. Samias Mutter und ich, wir haben beide eine weiße Haut.
Johann, das habe ich dir doch erklärt. Nach dem männlichen Gesetz ist es trotzdem möglich, dass ihr ein farbiges Kind habt. Mendelin oder hier, die Leute werden sich in jedem Fall das Maul zerreißen. Wenn Samias Mutter und du, wenn ihr beide felsenfest behauptet, dass das eure Tochter ist, dann müssen die Leute das schlucken und die Behörden können euch nichts anhaben. So ist die Gesetzeslage, Johann. Trotzdem. Für die Heidenberg ist es ein gefundenes Fressen. Ich sag dir, wir müssen aufpassen. Was meinst du damit? Ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll, aber ich finde, wir müssen die Hochzeit verschieben. Ja, zumindest so lange, bis die Sache mit Samir durch ist. Elisabeth, wie sieht denn das aus, wenn ich dich heirate und gleichzeitig von einer anderen Frau ein Kind haben soll? Ja, aber das eine schließt doch das andere nicht aus. Ich habe bei der ganzen Geschichte kein gutes Gefühl. Okay. Erst redest du Miriam den Job bei Dexter aus. Und jetzt fängst du mit ihr dieses nette, kleine, intime Projekt an. Was für ein intim? Das ist doch Quatsch. Das ist kein Quatsch, das ist raffiniert. Wir kreieren uns selbst. Bitte, du bist irre, Felix. Miriam hat gerade 25 Millionen verloren. Sie muss erst mal wieder auf den Boden der Realität zurückkommen. Und du setzt dir diese albernen Flausen in den Kopf. Jetzt komm mal bitte runter. Und ich weiß auch ganz genau, warum du das machst. Ach ja, warum? Weil du Miriam wieder zurück willst. Vielen Dank für den nötigen Vorlauf. Das Ganze ist ziemlich kurzfristig. Aber die Familie Saalfeld scheint ja alles fest im Griff zu haben. Oder der Anhang. Warum vertraust du mir nicht? Okay, du arbeitest eng mit Robert zusammen. Ihr redet den ganzen Tag. Ihr berührt euch vielleicht. Was soll das, Felix? Warum kapierst du das nicht? Zwischen Robert und mir ist nichts. So geht das nicht. Was geht so nicht? Ich muss in die Planungsphase mit eingebunden werden, aber ich weiß von nichts. Und Viktoria Tarasch arbeitet schon an der Finanzierung. Wie stehe ich denn da? Gefährliche Stelle. Ich weiß schon nichts.